Zu einer neuen Runde What's My Value hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Wenn du What's My Value noch nicht kennst, ich werde sie jetzt gleich erklären. Es geht ein bisschen wie bei Higher Lower darum, etwas einzuschätzen. Und ich würde sagen, ich zeige dir das jetzt einfach mal direkt. Wenn du mehr solche Webseiten sehen möchtest, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare und gerne auch weitere Vorschläge. Also, wir haben jetzt hier einfach mal das Beispiel José María Jiménez und wir haben Dominic Calvert-Lewin. Jiménez hat einen Marktwert von 50 Millionen und wir müssen jetzt sagen, ist der Marktwert von Dominic Calvert-Lewin höher, ich weiß gar nicht, ob man so ausspricht, oder niedriger als der von José María Jiménez. Ich mache einfach mal höher, ist falsch. Ich habe jetzt einfach nur einen Knopf gedrückt. War falsch. Ich bin raus. Und so geht's jetzt weiter. Okay. So ist der Weg. Das zum Beispiel wäre wieder falsch gewesen. Aber jetzt fangen wir mal richtig an. Okay. Yuri Tillmans gegen Gavi. Ach, der Typ ist der Wahnsinn. Das ist halt noch so ein junger Typ. Der ist aber auf jeden Fall mehr wert als Yuri Tillmans. Aber nur 5 Millionen. Das wunderte mich jetzt schon etwas, ehrlicherweise. Yuri Tillmans ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen unterschätzt, muss man sagen. Carlos Soler ist weniger wert. Oh, das ist aber... Natürlich sind das 5 Millionen, das ist viel, aber das ist halt schon brutal wenig in diesen Größenordnungen. Matthijs de Ligt. Das ist jetzt schwierig. Also, Faktor. Juventus diese Saison. Eher so Höhen und Tiefen. Champions League früh raus. Definitiv null mit dem Ligatitel zu tun. Man muss aber dazu sagen, natürlich, Juventus immer noch ein absolutes Powerhouse. Und De Ligt ist immer noch ein freaking Beast. Und einfach auch, der ist ja für über 80 Millionen von Ajax gewechselt. Und ich schätze mal so 75, 70 Millionen wird der schon noch wert sein. Glück gehabt. Okay, Gianluigi Donnarumma. Auch Wahnsinnstyp mit 16. Ich glaube 16 war, als er beim AC Mailand bereits der Stammtorwart wurde. Hat aber in dieser Saison nicht komplett konstant immer abgeliefert und durfte auch nicht immer spielen. Also er hat mit Navas sich ja mehr oder minder abgewechselt. Deswegen würde ich sagen, er ist weniger wert. Oh. Alter Schwede, aber knäppkest du. Harvey Barnes. Den kann ich gar nicht einschätzen, ich sage aber weniger. Okay. Ja, das habe ich schon. Oh, Kulusevski. Dejan Kulusevski. Ich hätte ihn auf so 35 Millionen jetzt getippt. Kulusevski gebe ich dem 35. Ich gebe dem 35. Alter Schwede. Okay, wow, das ist nicht schwer. Jude Bellingham ist, was ist der mittlerweile wert? 70 Millionen oder sowas. Also, in dem Alter, ich muss gestehen, er ist mir nicht unbedingt immer sympathisch. Das liegt nicht daran, dass er beim BVB ist. Das ist mir da komplett egal. Ich mochte zum Beispiel einen Jadon Sancho sehr, sehr gerne, auch wenn der bei der falschen Mannschaft gespielt hat, Tore gegen uns erzielt hat und so weiter, aber ich mochte den irgendwie einfach. Jude Bellingham ist mir manchmal ein bisschen zu arrogant. 75 Millionen, kein Problem. Tonali ist definitiv weniger wert. 35, 40 Millionen. Ja, okay, sehr gut. Tanguy Ndombele. Oh, alter Schwede. Das Ding ist, das sind halt auch alle Spieler, wo du sagst, hey, das sind halt alles keine Nasebohrer, ne? Das ist ganz klar. Ndombele, gebe ich dem nur 35? Oder gebe ich dem über 40? Ich sag mehr. Ich würde aber 35, ja. Ich hab's befürchtet. 8 Punkte. Ihr seht das nicht. Ich drücke jetzt hier nochmal spielen, ne?
Okay. Marquinhos, ja, okay, das ist weniger klar. Sorry, Bro. Bernardo Silva. Mamma mia. Was ein Typ. Was ein Typ. Ich kann mich noch daran erinnern, als Bernardo Silva so richtig aufgeblüht ist. Da war ja auch noch David Silva bei den Citizens. Und da war ich am Anfang so, warte mal, zwei Silva und zwei absolute Beast-Spieler mit dem Namen Silva. Und dann, oh mein Gott, wenn die nicht für City spielen würden, oder David Silva spielt nicht mehr für City, aber Bernardo eben, dann wäre der meinem Ranking wahrscheinlich nochmal deutlich höher. Aber ach, City ist halt einfach so, nee. Aber Kunde ist natürlich weniger wert. Auch wenn 60 Millionen auch eine Ansage ist. Ibrahima Konaté kam von dem Dosenclub aus Leipzig, hat sich nie so wirklich bis jetzt durchgesetzt, also hatte gute Spieler, hatte auch, ich nenn's mal so, kleine Fehler gegen Villarreal drin und ist aber nie so wirklich bis jetzt. Er ist nur jung, ne? Also abwarten, aber ich sag mal so, Virgil van Dijk zu ersetzen oder beziehungsweise den zu beerben, ist sowieso schwierig. Und auch Matip ist schon relativ konstant in seiner Leistung, was mich sehr freut als Schalker. Er ist weniger wert. Ja, definitiv. Kloppo, da ging es über 60 Millionen. Oh, N'Golo Kanté. Kloppo ist mehr als 30 Millionen wert. N'Golo Kanté hatte, glaube ich, nicht so bis jetzt die beste Saison bei Chelsea, muss man sagen. Ein sausympathischer Kerl. Wirklich, dem Mann gönnt man wirklich nur das Beste auf dem Planeten, nach dem, was man so hört, wie der so ist, der ist mehr wert. Es waren mal mehr, ich glaube, das waren mal 100 Millionen. Ich glaube, es waren mal 100 Millionen, aber er ist schon gut gedroppt. Man muss dazu sagen, seit Corona hatte sich das Ganze ja sowieso ein wenig verändert. Da wurden die Sachen ja sowieso ein bisschen angepasst. Und Leroy, ich weiß, dass er für ungefähr 50 Millionen von City nach Bayern gegangen ist. Ich weiß aber auch, dass das unterhalb des Marktwertes war. Jetzt hat Leroy in letzter Zeit teilweise gut abgeliefert. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der über 50 ist. Okay. Die Nummer 2 in Deutschland. Wobei der jetzt irgendwie gesagt hat, er möchte erstmal ein paar Spiele aussetzen, soweit ich das gehört habe. Bei Barcelona natürlich die Nummer 1. Gab zwar mal so ein paar so leichte, so, da war schon mal der ein oder andere Fehler drin. Aber er ist trotzdem ein unfassbar starker Torwart. Und ich meine, in den meisten anderen Ländern wäre der Mann Stammtorwart in der Nationalmannschaft. Aber Deutschland hat halt einen der besten, wenn nicht den besten aller Zeiten mit Manuel Neuer. Der Stegen auch schon über 30, niedriger. Ja. Torhüter natürlich in dieser Kategorie sind sowieso nochmal eine Nummer für sich. Soler hat weniger. Habe ich das nicht gerade schon mal beantwortet? Mit Soler? Oder war das in der Testrunde? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte ich es wissen müssen. Okay, Jude Bellingham hatten wir schon. Ist 70 Millionen, ja, 75 waren es. Naby Keita. Schwingt auch immer dieses Dosenclub-Image natürlich mit, muss man einfach leider so sagen. Naby Keita hat ein paar geile Spiele bereits für den LFC gemacht. Aber leider muss man auch sagen, viel zu häufig, viel zu stark verletzt. Ist halt bitter, ne? Der hat auch alle Anlagen dieser Welt, um einfach eine Bombe zu sein. Die hat aber auch Marco Asensio, muss man sagen, der allerdings bei Real Madrid auch echt, ah, das ist auch so eine Geschichte, der wird als hey und dann oh, hey, oh, hey, ist weniger wert. Also der ist auch schon 50 Mal im Gespräch gegangen und dann doch wieder geblieben.
Renato Sanchez beim OSC Lille. Der war ja bei den Bayern der Portugiese. Bei den Bayern überhaupt nicht abgeliefert. Das war auf jeden Fall nichts. Ich glaube, aber dürfte mittlerweile wieder mehr wert sein, weil bei Lille hat er ordentlich gezeigt, was er kann. Und ich, also entweder ist er nur 35 wert, aber ich würde ihn über 40 schätzen. Ups. Ich hätte tatsächlich mit mehr gerechnet. Florian Wirtz, Ollie Watkins. Watkins, sorry, Bro. Definitiv weniger Florian Wirtz. Oh, ich hoffe, der... Bei Wirtz hoffe ich einfach, dass der nach seiner Verletzung der Alte wird. Ich meine, natürlich ist er noch jung und so weiter, aber so ein Kreuzbandriss ist halt schon übel. Ich hoffe einfach, das wird. Ich meine, das war schon echt übel. Jorginho ist mehr wert. Ja. Das ist auch so ein streitbarer Charakter. Muss man sagen, also auch echt streitbar. Carlos Soler. Was ist der denn nur wert? Kann ich ja gar nicht einschätzen. Okay, 50 Millionen. Nehmen wir Paul Pogba. Auch ein Mann. Auch ein, ich nenne es mal, streitbarer Charakter, definitiv. Also, da den magst du oder den magst du auch nicht. Ist in seinen Wechseln schon eine Ansage gewesen, ja, muss man auch sagen. Jetzt die Frage, wo geht der eigentlich hin? Bin ich sehr gespannt. Was wird da passieren? Ich würde sagen, er ist mehr wert, aber noch. Aber, oh, der ist aber auch ganz schön gefallen schon. Ganz schön gefallen. Andreas Christensen, okay. Andreas Christensen war bei Borussia Mönchengladbach. Ist jetzt im Sommer, ist er ablösefrei? Ich weiß es nicht genau, aber er soll wechseln, also wahrscheinlich. Ich meine, er wäre so 35 Millionen Euro wert. Let's go, let's go. Andrea Belotti, das ist eine, für mich eine absolute Legende. Ich meine, der wäre 30 oder 32 Millionen wert. Legende vom FC Torino, weil das soll wohl ein Charakter sein, der nicht ganz so leicht ist. Aber der hat beim FC Torino jahrelang schon immer seine zweistelligen Buden gemacht. Und ich habe den bei mehr als einem FIFA-Manager-Speicherspielstand immer wieder zu meinem Verein geholt. Ich würde sagen, der ist so 32 wert. 28, okay. Auch okay. Bukayo Saka ist mehr wert, 50. Oh, 65 mittlerweile. So, ja gut, englischer Nationalspieler, Engländer. Ja. Matheus Cunha, das würde mich mal interessieren. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also, der ist definitiv weniger wert. Das nicht falsch verstehen. Mir geht es mehr darum, wie viel hat der wirklich gespielt. Also, war ja bei RB Leipzig. Ist dann zur Hertha gegangen. Bei Hertha hat er gut was gezeigt. Aber auch ein streitbarer Charakter. Ist dann zu Atletico gegangen, was ich irgendwie so gar nicht nachvollziehen konnte. Und seitdem habe ich den so, wartet mal, jetzt interessiert mich das mal eben. Matheus Cunha, das gucken wir jetzt mal nach. Wie viele Spiele hat der wirklich effektiv diese Saison bis jetzt gemacht? Matheus Cunha da. Okay, passt auf. Matheus Cunha, bis jetzt 26 Ligaspiele, 5 Tore, 6 Vorlagen. Gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Aber eigentlich bis auf jetzt mal ein Spiel selten, also 90 Minuten durch, nie ist immer wenn ausgewechselt oder eingewechselt worden. Das längste war jetzt gegen Real Madrid, 89 Minuten, da hat er auch eine Vorlage beim 1:0 gemacht. Der Ex-Dortmunder ist mehr wert, klar. Ups, was ist das denn? Hallo? Pierre-Emile Højbjerg. Das ist auch sowas, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Der war ja auch auf Schalke ausgeliehen und ich habe damals gedacht, was ist das denn für ein Flop? Der spielt bei Tottenham mittlerweile und ist so stark, aber er ist weniger wert. Das ist auch so ein Spieler, das... Guardiola ist weniger wert. Ja. Aber auch
Schlotterberg wert? Schlotterbeck, Schlotterbeck. Ist der 25? Ich meine, der wäre 25. Oh, Schlotterbeck, der könnte aber auch 35 sein. Eins von beide. Ich sag weniger. 28. Holla, die Waldfee. Rodrigo ist mehr wert. Ja, klar. Safe call, safe call. Gabriel ist weniger wert. Ja, let's go. Rodrigo, das ist auch so. Boah, das Spiel letztens gegen City. Sadio Mané. Einer aus dem Trio da vorne. Chilwell, sorry bro, weniger wert, definitiv. Definitiv sogar. Kai Havertz ist doch so 65 Millionen. 70, ja, passt. Vinicius Junior. Auf den haben ja auch schon viele vor der Saison und so weiter einen Abgesang gemacht, beziehungsweise vor der letzten Saison eigentlich ja schon, dass er doch einfach nicht das Format für die Königlichen hat. Ich würde behaupten, der hat allen Lügen gestraft, Mehrwert. Ja, klar. Ousmane Dembélé. 30 Millionen noch. Patrick Schick. Für mich habe ich jetzt auch in einem Podcast gehört, habe ich aber unabhängig davon schon mal vorher gesagt, designierter Lewandowski-Nachfolger würde absolut Sinn machen, ist Mehrwert. Absolut, absolut Spitzentyp. Luke Shaw. Ich glaube momentan wieder verletzt. Der hatte auch schon echt viel Pech. Da habe ich auch schon mal drüber geredet. Auch schon mit Beinbruch und alles. Oh. Außenverteidiger, englischer Nationalspieler. Ist wahrscheinlich mehr wert. 50. Zwei Woche 42. Meine Meinung jetzt ist Schick über Luke Shaw. Aber Engländer, englische Nationalmannschaft, in der englischen Mannschaft, das ist immer, ja, Thomas Partey. Der könnte nur 35 wert sein, der könnte aber auch 45 21 Punkte. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Oder was sagt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was auch eure Meinung zu manchen Spielern vielleicht ist. Ich bin neugierig. Ich bedanke mich jetzt aber bei dir fürs Zuschauen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Wenn du das letzte Video verpasst haben solltest, schau es dir gerne hier an. Oder abonniere hier meinen Kanal, um auch nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.